Yo guys, what's up? The Blue Gangster is back with the 17th part of Final Fantasy 13-3 Lightning Returns, und wir gehen gleich mal los. I gave the letter to Pickett, although... He did? But you know what? It might be the last thing he seemed proud. You did the right thing. Maybe you shouldn't call him that. Child. Ja, nicht Kind, sondern Mann. Ihr wisst es, endlich haben wir ihn gefunden. Mission erledigt. Alright then. Let's move into it. Let's have some fun here. Yay. Das ist der, glaube ich, sogar. Wohin? Chocobo-Mission. Chocobo, ihr habt da gerade vorne das Chocobo gesehen. Da vorne kriegt man das nicht. Wir gehen zuerst hier hin. Denn hier gibt's eine Mission. Ich will mal kurz leise. Can you play that again for me? Oh, hey. Your name isn't Lightning, is it? And just how did you know that? Oh, well, the girl in black told me. She said that if I played this song, a lady called Lightning would show up. Lumina. That's it. Lumina. She's the one who showed me how to play the song. So, do you know it? Sure. I've heard it before. So why don't you play me the rest of it now? What's so funny? That's exactly what Lumina said you'd say. She said that if I played the first bit, you'd come over to talk to me. And then you'd be sure to ask me to play the rest. I'm guessing now I have to do something to hear the rest, right? Yep. Lumina said if you want to hear the whole song, you're gonna have to find the musical treasure spheres. I've got a key that's supposed to open them all. I'll play Lumina's little game, but not for my own benefit. Maybe if Snow hears that song down here in the streets, it'll give him some smidgen of hope. Huh? Wait a sec. Are you saying this song has something to do with the patron? What? I can't say, but I'll tell you what. You play me the whole song, and maybe I'll tell you. All right, it's a deal. But you still have to do what I asked for first. Here's the key to the boxes. You have to find all of them. When you're done, come back and talk to me. Alright dann, nur um euer Gedächtnis aufzufrischen mal kurz. Wir sind immer noch auf dem Weg, diese ganzen Seelenfragmente für Dash zu finden, damit wir den wieder zum Laufen bringen, sage ich mal. Das erste Ding ist hier. Da oben, ihr hört es schon. Wie kommt man da nochmal hoch? Ah, hier Leiter. So, da ist Nummer 1. Hier hinten ist Nummer 2. Komm schon. Sollte ich die Zeit stoppen? Ich weiß gerade gar nicht. Der Typ ist auch noch hier. Den brauchen wir für eine spätere Mission. Habe ich das nicht schon gesagt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, hier hinten ist Nummer 2, da waren wir ja schon öfter. Na komm, Lightning. Ich könnte jetzt einfach drüber springen, aber ich glaube, da ist noch was hier drin versteckt. Yep. Gut. Okay, das Ding ist irgendwie weg. Und Nummer 3 ist weiter hinten. So später gegen 19 Uhr müssen wir hier zu der Tussi, um dieses Fragment zu holen. Und dann müsste eigentlich Sash. Ja, genau. Was that? You already found two of the soul fragments? You serious? Digga, eins war direkt neben dir am Ausgang deines Hauses da. Wie hast du das nicht finden können? Wie habe ich nochmal das zweite bekommen? Ich weiß gar nicht mehr. Haha. Nein, das haben wir ja von diesem Seelensamen-Typ da bekommen. Nummer 3 ist hier hinten. Hier müssen wir später wegen einer anderen Mission sowieso nochmal hin. Das hier habe ich nicht gemeint, aber das brauchen wir trotzdem.
Eideskette plus. So, hier. Und jetzt hätten wir alle. Glaube ich. So, dann gibt's. Habe ich schon mit dem Typen da vorne gelabert? Ich guck mal ganz kurz. Wenn ich dann. Ja, nein, habe ich noch nicht. Ich erkläre euch das ganz kurz, anstatt Zeit zu verschwenden. Der wurde von seiner Freundin versetzt, sitzen gelassen. Heute findet ein Feuerwerk statt. Oder in diesen Tagen. Und er fragt Lightning, ob sie anstatt ihr kommen könnte zwischen 19 und 23 Uhr. Alles klar. Ja, sie wurde gerade nach einem Date gefragt. Was wäre jetzt hier in der Nähe, was wir noch schnell machen könnten? Obwohl, wartet doch. Und zwar solltet ihr die Feuerwerksdinger hier untersuchen. Was liegt da auf dem Boden? Kristallmedaille. Ja, Feuerwerk zünden. Wir haben ja noch mehr als nötig. Da können wir die hier. Ja, so feuchter Feuerwerkskörper. Der gehört zu einer magischen Wunschtafelmission, die wir dann später erledigt haben dadurch. Ich halte mal die Zeit an, weil ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl, wenn ich es nicht mache. So. Achso, wir können ja jetzt wieder zu dem Typen hingehen. Wir haben ja schon alle. Oder? Ja, ich denke schon. Ja. I've got the music for you. Now play me the song. Hey, thanks, Lightning. Okay, here goes. You always loved this song. I remember when you told me what it was about. That you had to believe in tomorrow, no matter how bleak the future seemed to be. Keeping hope alive gave you the strength to make tomorrow a better place. I can see you now like it was yesterday, humming the song softly to yourself. Tell me, Sarah, can you hear it now? Are you somewhere close, watching me remember you? At some story. So, the patron was her fiancé, and this was one of her favorite songs, and it must mean a lot to him. It would bring back a lot of memories. By the way, what's the song called? It's called Miracles. You want to do me a favor? Keep playing it as often as you can. Maybe he'll be able to hear it. It'll do him good. Sure, no problem. I doubt he can hear me down here, but I won't stop playing it, just in case. Miracles do happen sometimes, right? Okay, done that. Ich glaube, ja, jetzt kommen wir zur zweiten musikalischen Vorstellung. Und dann machen wir noch die Chocobo-Mission. Das machen wir jetzt schnell, schnell, schnell. Und zwar ist eine direkt hier vorne. Wir sind gleich da, genau hier. Zuerst labern wir mit denen, obwohl das nicht so nötig ist. So, die ist irgendwie depriegrat und jetzt wissen wir gleich warum. Du hast Sing verlernt. Nein, ich kann keinen Ton erhalten. Weil ihr Freund sie verlassen hat, kann sie nicht mehr singen und sie weiß nicht, was sie machen soll. Sie weiß auch nicht, wo sie ist und deswegen kann sie nichts aufhören, obwohl sie eine berühmte Sängerin ist. Darum geht's hier eigentlich. So, jetzt soll sie ihn finden. Und das machen wir dann auch. Auftrag angenommen. Sorry, dass ich das so schnell weggedrückt habe. So, und da ist er. Hallo, renn doch nicht weg. So, jetzt. So, keine Ahnung. Das Ding ist, warum er wegrennt, ist, er hat Schiss, er hat sie nicht sitzen lassen. Das Ding ist, er kann gerade, er hat sehr viele Lieder komponiert, er hat aber sein, da steht's, 354. verloren und weiß nicht, was er damit machen soll. Wenn ihr in diese Wüstenrichtung geht, da wo ihr durch dieses kranke Labyrinth da müsst, um Richtung Snow zu gelangen, um durch das Tor zu kommen zur Statue und so, dieser komische Weg da, da findet ihr ja bei diesen Haufen zerrissenem Leder, bei diesen Lederpinguin diese Notentasche und genau das ist das Item,
was wir dafür brauchen. Deswegen sollen wir da hingehen, die Notentasche finden und die geben wir jetzt direkt wieder ab. Olga, my love, be still my beating heart. To hear your dulcet tones again, it's a dream come true. Oh, it was very clever of me to ask for your help. Thank you for bringing Birdie back safe and sound. We artists are cursed with sensitive souls and our hearts are easily broken. So that's how you treat sensitive souls, huh? If you're talking about the way I speak to Birdie, everything I say comes from love. In any case, I owe you a favor. Olga shall sing for you. It's your favorite song, or so I'm told. How would you know my favorite song? It's not a bad song. It has its moments. But it doesn't compare to the sublime melodies that Birdie writes. Is he really as good as you say he is? Absolutely. Of course, I'd never tell him that. His head is already big enough. Now I have a song to sing for an audience of one. I hope you feel grateful. This is a very, very rare treat, you know. Normally, I only sing for Birdie or a paying audience, and I assure you, tickets to my shows are not cheap. Thanks, but tell me... A young girl called herself Lumina. Now, Evans, if you would... Thank you so much. It really is wonderful to hear Olga singing like an angel once again. Yeah, that's right. It's always been her favorite. All right, dann dead. So, da gehen wir irgendwann mal anders hin. Jetzt nicht. Das machen wir wahrscheinlich im nächsten Part erst. Das ist noch viel zu wichtig, weil das eine der Missionen ist, die man verkacken kann, zeitlich. Es gibt zwar nicht viele davon, aber sie ist eine davon. Und jetzt hier die Chocobo-Mission. Sie hat ihre Freunde verloren, 6 Chocobos. Sie sagt, sie wäre auch eins. Die wurden durch das Chaos letztens irgendwie getrennt. Und sie wurde durch das Chaos irgendwie in einen Menschen verwandelt. Und Lightning kauft ihr das natürlich nicht ab, genauso wie wir. Weil das irgendwie total schwachsinnig klingt. Auf jeden Fall sind sie hier irgendwo verteilt. Und sie wartet hier auf uns, während wir für sie ihre Freunde zusammen suchen. Alright then. Sie fragt Hope und Hope sucht jetzt die Orte zusammen. Das brauchen wir aber nicht, weil wir schon wissen, wo diese sind. Die ersten zwei solltet ihr hier holen, weil ihr sonst die ganze Zeit außen rum hin und her müsst. Das wäre irgendwie schwachsinnig. Erstmal hier rein. Das erste müsste eigentlich direkt hier. Da ist es doch. So, danke, dass du darauf aufgepasst hast. Dieses Ding nehmen wir jetzt mit. Schankedön, Schiddebön, tja. Das klingt so komisch, wenn er das sagt. Okay, Nummer 2 ist da hinten im Chaos und das ist eigentlich auch gut, weil wir so mehr EP bekommen und Lightning schafft es gerade nicht, darüber zu springen jetzt. What the fuck? What the fuck? Auf jeden Fall
Du bist jetzt eh gleich weg. So, von 0 auf 4. Und halt, krank. Alright. Das werden wir wahrscheinlich noch gebrauchen. Hier. I found you. So, danke, dass du auf das Ding da aufgepasst hast. Especially since it is blue. Und nein, auf dich habe ich keine Lust. Sorry. Kein Chaos. Alright then. Hier in das Ding müssten wir, glaube ich, sogar noch öfter rein, weil wir dann besondere Monster killen müssen. Aber das ist jetzt was anderes. Was war da gerade? Eine Mittelmedaille. Gut. Ist hier eigentlich der Typ von dieser Deko-Chick? Wer ist das? I can't help it. That Choco Chow jingle just gets stuck in my... Yeah, Choco, 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 whatever. Ist hier oben nicht doch da? Wir haben es gerade gesehen. Eine Cybertruhe. I'm trying to keep up the pace, you know, being fast, so we can do way more things just in one part, so it won't be that lame and boring. Okay, der Typ müsste irgendwo hier sein. Oder hier? Hm. Der ist nicht da. Dann halt nicht. Gut. Dann halt nicht. Achso, der könnte sich auch woanders gerade aufhalten. Aber wir suchen jetzt erstmal nach den Choco Bo Chicks. So schön, wie es der Hope sagt. Nummer 2. Ich stopp mal wieder die Zeit. Da sind wieder ein paar Feinde, die machen mir schnell platt. Was denkst du? What? Ich hab die doch gerade angegriffen. So. Die sollten jetzt eigentlich für jeden Angriff, der durchgegangen ist, weniger Leben haben. Aber nein. Ja gut, wir haben die sowieso so gekillt und das hat so gut wie gar nichts gebracht. Da ist Nummer 2 da vorne. Kaktor. Ja. Hier. Da. Nummer 3. Okay, 3 von 6, alles klar. Nummer 4 ist auch nicht weit weg von hier. Ah, da müssen wir in die Richtung gehen. Na, ja, jetzt weiß ich, warum ich die Zeit staube, obwohl das gerade nicht so nötig wird. F it. Hier ist noch was. Mit keine Ahnung, wie man das ausspricht. Hier haben wir angefangen. Alright then, thanks for the green chick. Bla bla bla, dankeschön. So, 4 von 6. Und Nummer 5 ist an so einem Essensstand hier hinten. Das ist eigentlich der schnellste Weg, um alle 6 zu bekommen, anstatt irgendwie andersrum zu gehen. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte... Nein! Man, what the fuck is wrong with you? Geh doch, warum? Ja, jetzt läuft der weg, der... Egal. 5 von 6. Und das letzte. Das letzte. Das ist da hinten, ja? Hier hinten. Da. Aha. Alright then. Bla bla bla. Gut, jetzt haben wir alle. Dann können wir hier kurz wieder hingehen, gucken, was wir so geschafft haben. Und jetzt weiß ich, was noch fehlt. Und zwar holen wir uns jetzt, ich zeig's euch gleich, feuchter Feuerwerkskörper, genau dafür haben wir den gebraucht. Jetzt holen wir uns diese Jade-Klammer oder Jade-Klammer. Nachdem wir die Chocobo-Mission abgegeben haben. Oder? Dafür müssten wir aber... dahin. Nein, wir geben zuerst die Chocobo-Mission ab. Oh mein Gott, es wird langsam zu Ohrwurm, bitte nicht. Ich glaube, die Jade-Klammer da, die Jade-Klammer holen wir sogar noch
ein bisschen später, weil wir haben gleich 19 Uhr. Und ihr wisst, wo wir dann hin müssen, zu diesem Kolosseum. Das heißt, wir gehen jetzt schnell nach hinten, geben diese Chocobos ab, kommen dann wieder hierher, gehen ins Kolosseum, machen irgendwas kaputt, um ein neues Seelenfragment zu bekommen. Dann haben wir, glaube ich, 3. Und dann holen wir uns die Jade Clamor und dann haben wir eigentlich schon so gut wie alle Missionen hier erledigt. Easy as that. So, hier lang, da lang. Nein, danke. Achso, das mit dem Dekor fehlt ja noch. Gut, dass ich den Typen sehe. Wenn wir den Jungen da finden würden, der immer neben diesem Dekor-Chick da gammelt, aber ich weiß gerade echt nicht, wo der ist. Ich weiß es gerade echt nicht. Vielleicht ist er noch bei diesem Festivalplatz. Wir nennen das jetzt Festivalplatz. Wir gehen einfach mal gucken. Da liegt wieder was. Nein, zu euch wollen wir nicht. Bronzemedaille. Stimmt, die gibt's ja auch noch. Damn. Viel mehr, als ich erwartet habe. Aber auch nicht mehr so viel insgesamt. So. Dann. Du. So, du möchtest gern Chocobo. Jetzt kriegst du deine Freunde wieder. Ja, da tanzen sie alle fröhlich. Kriegen wir jetzt deine Seele oder nicht? Doch, Mission abgeschlossen. Krank. Ja. Komische Sache. So, ich gucke jetzt noch mal schnell, ob dieser Deko-Typ da drin ist. Das mag ich nicht. Ich laufe auf Dinge zu und dann dreht sie sich um und redet mit anderen Leuten. What the fuck? Die müssten dann eigentlich hier hinten irgendwo sein. Sind sie aber nicht. Einmal laufen wir rum, um zu gucken. Hä? Achso, das ist der Standardeingang. Tja. Gut. Ah, hier ist noch. Hä, war da nicht gerade was? Ne, war wahrscheinlich nur ein Blatt. Der müsste doch hier irgendwo sein. Ist er aber nicht. Idiot. What the hell, man? Where did he move to? Ach, egal. Wenn wir ihn finden, dann finden wir ihn. Wenn nicht, dann nicht. Gut. Das war davor aber nicht da. Da ist er. Achso, man muss zuerst die Chocobo-Mission wahrscheinlich machen. Ja, der ist in dieses Deko-Mädchen da verknallt. Er traut sich aber nicht, ihr die Wahrheit zu sagen. Er will das mit einem Geschenk machen. Und zwar mit einer Deko, die sie noch nicht hat. Und da kommt dieser Mann, den wir gleich wahrscheinlich wiedersehen, in Frage. Aber der hat nur zu bestimmten Zeiten sein Geschäft geöffnet. Und die Frage ist, ist es immer noch der Fall? Zwischen was? Verkauf ab 15 Uhr in der Ja, aber bis wann? Ich stopp mal schnell die Zeit. Genau. In that case, the right present should do the trick, I'd say. And I don't think he'll act without one. Listen to you. All of a sudden you're an expert on love. I haven't seen this side of you before, Hope. I must know these things for a reason. Perhaps more memories that God has suppressed. Huh. Anyway, back to your quest. It looks like the adornment to Foto von Lightman. Genau, hier ist er. Aber man kann nicht mit ihm labern. Also sind wir zu spät. Egal, merkt euch auf jeden Fall. Ich mache hier sogar, das mache ich jetzt sogar, einen Marker hin. Das können wir löschen. Wo sind wir denn? Hier.
Zielort. So, passt. Jetzt gehen wir hier hinten hin. Es müsste eigentlich schon genug. Also es müsste eigentlich schon spät genug sein, um das machen zu können. Ich dachte gerade, die ist verschwunden. Mutfragment, genau. Let's do it! Bring my crowd some. Was a fine performance indeed. I'd welcome a star like you any night. Good day to you. Don't sneak up on me. What do you want now? Aren't you worried about Saz? Don't you feel like you've just got to do anything to help him? I'm concerned if that's what you mean. There's my savior! Oh, poor old Saz. He hasn't had anything to smile about in forever. I really want to make him happy again. You know, I stop by his house from time to time to check on him. I don't believe you for a second. As if someone like you would be worried for him. Ouch. That hurts, you know. I've been working my butt off for him. Do you know how hard it was for me to find that coffer of souls for Saz? What kind of gratitude? Tell me the truth. Can that thing really help Dodge? Saz has put all his hope in that box. It would be cruel if that were a lie. Oh, so now you don't think I'm cruel? Alright then. Drei Stück. Ich stopp mal wieder die Zeit. Das war jetzt nicht schlau von mir. Jetzt kann ich mich nicht mehr teleportieren. Damn. Hoffentlich gibt's Gegner. Sarge scheint nicht mehr da zu sein. Ich finde den Namen so komisch. Dash ist noch okay. Aber Saz? Ich meine, wie kommt man darauf? Was wollte ich jetzt machen? Wir haben das Fragment, wir haben dies, das, bla bla bla. Irgendwie wollte ich zum Bahnhof wegen weiß ich was. Ich weiß nicht mehr, warum ich zum Bahnhof wollte. Wir brauchen die Jane, klar. Wir brauchen Erinnerungsminze. Wir brauchen Lapsuli. Wir brauchen Muskelverstärker. Und wir brauchen ein altes Foto. Okay. Ich habe irgendwas vergessen. Ach so. Um 23 Uhr der Typ hier, richtig? Ja. Um 23 Uhr. Obwohl, das können wir ja jetzt auch machen. Ja, das können wir jetzt schnell machen. Ich muss mich ja erstmal nur umziehen. Falsch. Kampfgarnituren. Nacht. So. You came after all.
So. Absolutely beautiful. I heard this place serves a mean steak. Yeah, it's delicious, all right. But first, see? Aren't they amazing? Yeah, mach schnell. You know, I really want to thank you for coming out with me. How many times do I have to tell you? I'm just here for the steak. Sure, sure. We're just eating, right? My girl won't get mad at me for that. Why do you still call her my girl? I thought she dumped you. Actually, about that, I kind of... When you saw me looking so blue, it wasn't because I was dumped. See, well, the thing is, me and my girl were engaged to be married, but then she died. It happened so suddenly. I was in shock. Oh, I'm sorry to hear that. But then you came along, and I invited you out, and you said yes, and you even showed up. I mean, I didn't think you would. You don't know me from Adam. My girl and I had been looking forward to this day for weeks and weeks. She loved the fireworks of Yusa. She said seeing them made her forget about the end of the world. But then, all of a sudden, she was gone for good. I think she guided you here, so I could enjoy the fireworks for us both. It sounds crazy, but it could be true. Stranger things have happened. Alright. Lightnings erste State check. Und ich bin ehrlich mit euch, ich bin etwas eifersüchtig auf den Typ. Okay. Who the hell are you? No one. Alright. So. Das nächste, was wir machen sollten, ich glaube, ja. Okay. Okay. Mann, bin ich krank. Und zwar für nichts. Okay. So, wir müssten ein paar... Das mit den 23 Uhr ist jetzt weg. Was gibt's noch für Missionen? Das hier abgeben... Ah, damn, ich habe vergessen, die Kostüme zu wechseln. Egal. Das machen wir jetzt schnell. Kampfgarnituren. Primavera. So. Alles wieder richtig. Gut. Wir müssen die Jade-Klammer da holen. Die Jade-Klammer, keine Ahnung, wie das Ding heißt. Was müssen wir noch tun? Die Mission für den Tag darauf. Die Mission für den Tag darauf. Dann gab es noch irgendeine Mission. Es gibt ja noch mehr. Ich gucke jetzt einfach mal, ob das irgendwie jetzt da drin ist. Magische Wunschtafel. Ja, das wollen wir holen. Die Weltmission zählt nicht. Nebenmissionen. Also hier gibt es noch eine Nebenmission, die ist dann... Brauche ich gar nicht Karte aufmachen. Die ist dann hier. Und zwar, indem wir hier nochmal eine Mission starten, denn wir müssen sowieso bis zum Ende des Ganges, wie ich es euch schon mal erklärt habe, als wir zum ersten Mal hier durch sind. Okay. Da lang. Zerrissenes Leder, alright then. Your soul belongs to me. Zack, zack, alright. Gut. Was willst du, Chick? Keine Ahnung. Was der will? Auch keine Ahnung, die sind einfach nur hier. Und da. Nicht schon wieder. So. Ja, genau. Extremer Abenteuerurlaub, alles klar. Monster aufräumen. Sonderpreis. Umsonst rein. Alles klar, lass es uns tun. Wir brauchen Niblonator-Medaille, 30 Stück. Okay. Niblet ist dieses Fellknäuel da. Und wenn wir 30 Stück von denen jetzt killen, dann ist es viel leichter, später die auszurotten. Deswegen, let's do it. Natürlich müssen wir auch nach vorne rennen,
um diese Klammer da zu bekommen. Und ich will das noch, bevor dieser Part endet, schaffen. Wie viele sind es jetzt? Wir zählen mal einfach mit. Gott, sind das viele auf einem Haufen. Und wie viel? 6 Stück. Okay. 6 haben wir. Gibt's hier irgendwas? Nein. Oh. Dann. Nur 2. Okay, jetzt haben wir 8. Da lang. Hier rüber. Hier. Ja, kommt da keiner mehr, oder was? Das wäre jetzt blöd, wenn genau jetzt was auftaucht, weil ich kann nicht angreifen. Ah, da oben. Sinn. So, mal gucken, wie viele das sind. Wir haben 8, wir haben 8, wir haben 8. Waren das alle? Das waren alle. Nochmal 6. Das sind dann 14. Fast die Hälfte. Yay. Ja, wir müssen hier runter. Da wieder hoch. Okay. Sorry. 14 waren es. 14, 14, 14, 14. 3 und 14 sind 17. Okay. Dann hier lang. Da lang. Okay. Zack. 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 17, 20. Noch 10 Stück. Da ist was auf dem Boden. Noch 10 Stück. Okay, wieder nur 2, nur noch 8. Wo bleiben die 6er-Massen? Laufen wir jetzt richtig oder falsch? Wir laufen richtig gut. 8, 8, 8. Sag mir, dass es genug sind. Noch 8 brauchen wir, noch 8 brauchen wir, noch 8 brauchen wir. 6, das heißt nur noch 2. Wenn ich richtig gezählt habe. So, jetzt schnell da durch, wir sind gleich da. Ich glaube, das sind mehr als genug. Zack, 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 zack. Alright. 6 Stück. Wir sollten mehr als genug haben. Genau. So. Jetzt noch schnell bis da nach vorne rennen. Die hier sind auch wichtig. Die hier sind auch wichtig. Von denen müsste man auch so viele wie möglich killen. Von dem braucht man nämlich ein Item, das braucht man sehr oft. Die kommen manchmal auch in 6er-Gruppen, was dann sehr nützlich ist. Aber wir müssen jetzt erstmal hier nach vorne, genau da ist es. Und wir sind nicht, natürlich nicht so dumm, dass wir den ganzen Weg zurücklaufen. Wir machen das jetzt nämlich so. Wir teleportieren uns zum Yusnan Bahnhof. Geben diese Jade-Klammer da, diese Jade-Klammer der Chocolina ab und lassen das mit der Mission abschließen und nächste Mission starten für den nächsten Part. Dann sind wir bis zum nächsten Part mit Yusnan komplett fertig und können dann schon in die Death Dunes. Eiskalt. Genau. Zack.
Alright, guys. That was it. Thanks for watching. Hope you liked it. I'll continue as soon as I can. The Blue Gangsta's out. Peace, YouTube. Word.